meine Lieben. Wir sitzen im Zug und wir haben jetzt 2:30 und es geht wieder los. Wir fliegen in den Urlaub. Und diesmal, wir freuen uns beide nicht. Freust du dich auf den Urlaub? Wir sind so, also ich bin so, wenn es in die Domrep gehen würde, würde ich mich freuen. Aber jetzt fliegen... Mexiko. Ja, meine Tante will Mexiko. Aber wohin fliegen wir denn? Wollen wir es verraten? Wir fliegen nach... Nein, machst du nicht. Doch, wir fliegen nach Ägypten. Ja, also ich habe es... Habe ich das ausgesucht? Ja, ich habe es wieder ausgesucht. Wir sitzen jetzt im Zug. Düsseldorf Flughafen wieder. Nee, letztens war Frankfurt, ne? Jetzt nach Düsseldorf. Und ja, wir fliegen halt 4,5 Stunden diesmal. Und ja, diesmal gibt es auch eine Verlosung für euch. Und zwar, denkt dran, jedes Video kommentieren. Und also jedes Video liken und kommentieren. Dann wandert ihr im Lostopf und könnt was Schönes gewinnen aus Ägypten. Wir bringen euch was Schönes mit. Ne? Wir überlegen uns was Schönes wieder und ja, so könnt ihr mitmachen. Und ja, wir sind aber erst heute Abend da, um, wann sind wir da? 24 Uhr wieder? Ja, so 24 Uhr. Wir hoffen, dass an Düsseldorf Flughafen nicht so viel los ist, dass es nicht zu überfüllt ist, wie wir denken. Ja, hoffe ich mal. Und jetzt, wie lange? 20 Minuten, glaube ich, mit dem Zug, ne? 20? Ich glaube, wir fahren nur 20 Minuten. Genau, wir nehmen euch mit zum Flughafen und ja, dann bis gleich. Sieht man nicht. Aber es ist ein bisschen laut, ne? Also guck mal hier in diese. Wir sind nämlich in den falschen Zug eingestiegen, weil unser hatte 20 Minuten Verspätung und dann stand da, dass er nach Düsseldorf fährt, aber zum Hauptbahnhof. Und ich bin so verwirrt, ich habe das nicht gecheckt. Und jetzt sind wir am Düsseldorf Hauptbahnhof. Und jetzt fahren wir noch mit der S-Bahn zum Flughafen. Und ja, im Zug hatten wir eine sehr unschöne Begegnung. Aber meine Tante meinte, reg dich nicht auf über sowas. Aber ich ziehe solche negativen Menschen magisch an, glaube ich. Ne? Weil einmal war auch so eine Situation am Flughafen. Einfach so, ja. Aber wir wollen das einfach vergessen. So. Genau, und jetzt geht's zum Flughafen. Wir sind jetzt angekommen, Düsseldorf Hauptbahnhof, und dachten, dass es voll sein wird, aber Leute, es ist leer. Seht ihr das hinter mir? It is komplett leer. Ich zeige euch das mal hier. It is leer. Also, ja gut, wir haben jetzt auch 14.30 Uhr, glaube ich. So um den Dreh 14.30 haben wir. Ja, 14.30 und es ist leer. Und wir haben heute Mittwoch, also in der Woche. Deswegen könnt ihr ruhig ab Düsseldorf fliegen. Also es stimmt nicht, dass das so überfüllt ist, wie alle sagen. So Leute, wir sind jetzt, wir haben es jetzt gefunden. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier jetzt ein bisschen voller. So, ich zeige euch das mal. So, also da müssen wir hin. Und hier ist die Schlange. Und meine Tante steht, wo steht sie denn? Da, die letzte, da steht sie. Und ja, jetzt müssen wir warten. Also, ich wollte sagen, das Flugzeug hat schon eine Stunde Verspätung. Und wir sitzen hier und warten und nichts passiert und keiner sagt uns, oh, jetzt geht's los, nach einer Stunde geht's los. Jetzt geht's los? Ja, das Flugzeug bewegt sich, es geht nach einer Stunde endlich los. Oh mein Gott, ja, das war's. So Leute, ich habe gesehen, die Kamera war falsch eingestellt. Wir haben uns Essen mitgebracht, also meine Tante und ich. Meine Tante war beim Bäcker. Ich habe auch was mitgebracht, weil wir dachten, wir kriegen kein Essen. Und jetzt kriegen wir hier Essen und wir sind satt. Aber das geht nicht kaputt. Aber wenigstens Wasser. Und ich habe mir kein Wasser gekauft. Und meine Tante hat sich für 3 Euro Wasser gekauft. Am Automaten am Flughafen. 3 Euro. Und hier gibt es endlich Wasser, weil ich habe so einen Durst. Und Sandwiches haben wir bekommen.
Oh mein Gott. Ja, mit Käse, aber ich bin schon satt. Und du? So, ich zeige euch das mal. So, wir fliegen übrigens mit Air Cairo. Ohne Monitor. Und das ist die süße Box. Die sieht mega aus. Und hier Flasche Wasser und zwei Sandwiches. Aber ich habe gerade schon Brötchen gegessen. Deswegen ja, packen wir die ein. So classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Ich wollte euch das mal zeigen, wenn ihr von da kommt, also ihr kommt von da, dann müsst ihr direkt euch hier links halten, weil hier ist der Bankschalter und links und rechts ist genau dasselbe und das kostet nur, alle stellen sich links an, aber rechts ist dasselbe. Das kostet 25,50 Euro und die wollen euch nach da lotsen, aber da zahlt ihr 30 Euro. Also hier ist das am günstigsten und es geht am schnellsten, also 25,50 Euro. Da braucht ihr nur, ich glaube, den Reisepass müsst ihr zeigen oder euren Ausweis und zwei Passbilder. Und ihr könnt auch in Euro bezahlen. Genau, und die Schlange wird leerer, weil, schaut mal, die ganzen Leute gehen dahin, weil die das nicht wissen. Und alle, die es wissen, gehen zum Bankschalter. So Leute, wir sind endlich draußen. Wie spät haben wir denn? Halb zwölf? Echt? Meine Tante sagt 11:30. Wir sind jetzt 4,5 Stunden gefahren. Geflogen und der Flug war so ein bisschen langweilig für uns und ein bisschen anstrengend. Und jetzt haben wir uns das Visum geholt, die Koffer. Und hier gibt es so viele Kontrollen, Leute. Ey, so viele, das glaubt ihr nicht. Wie oft wurde der Reisepass kontrolliert? Sehr oft. Also sehr oft. Aber dafür waren unsere Koffer schon da. Ups, oh. Dann bin ich gerade noch mal zurückgegangen, wollte mir Wasser kaufen. Dann wollte mich nicht mehr reinlassen zum Flughafen, aber ich habe dann trotzdem das Wasser bekommen, weil der Typ ist rausgekommen. Ja, und jetzt gehen wir zum Bus und ihr drückt uns die Daumen, dass wir die einzigen sind, die in unser Hotel fahren. So Leute, das ist hier unser kleiner Bus und angeblich sind nur wir beide, die in das Hotel gehen. Also ich bin gespannt, vielleicht geht mein Wunsch in Erfüllung. Aber ich muss das jetzt kontrollieren, dass er die Koffer da rein tut. Ich schiebe voll die Panik, dass der mein Koffer weg ist. Die Koffer, die sind hier hinter mir alle. Und wir sind nur zu viert in diesem kleinen Minibus. Zu viert. Und ich glaube, wir sind die Einzigen, die in das Hotel gehen. Das wäre natürlich mega. Ja. Und was wollte ich noch erzählen? Was habe ich denn vergessen zu sagen? Haben wir schon echt 11:30? Wir haben 11:30, 20 Minuten angeblich zum Hotel. Ja. Und hier könnt ihr sehen, die Koffer. Und da hinten ist noch der kleine Koffer. Ja, Moment, ich hab gut. Hello, Roomtour. Hast du die Zimmernummer gezeigt? Wir haben die Zimmernummer 1041. Komm rein. So, wir zeigen euch jetzt unser Zimmer, die Roomtour. Der Typ, der uns die Koffer gebracht hat, hat uns alles erklärt, alles erzählt, sehr nett. Und die haben alle gesagt, wir haben ein mega geiles Zimmer, weil wir haben eine Suite, die Swim-Up Suite. Das heißt, wenn wir rausgehen, haben wir direkt den Pool vor der Nase. Das Zimmer ist schön groß und wir sind 45 Minuten vom Flughafen gefahren, hierhin, ne? 45 Minuten. Und das Hotel wurde 2015, glaube ich, gebaut. Also gibt es erst seit 7 Jahren, seit 2015. Und das ist ein Fred Feuerstein Hotel. Und wer war großer Fred Feuerstein Hotel? Richtig, ich. So, ich zeige euch das jetzt mal, das Zimmer. Also kommt mit. Wir haben jetzt erstmal so die Koffer abgestellt. Hier gab es schon zwei Wasser, die haben wir schon getrunken. Das erste Bett, wobei wir uns noch nicht einig sind, wer wo schläft. Also das erste Bett und hier ist das
Violet, zeig mal. Und hier ist so eine Sitzecke, hier kann man sitzen. Und hier, das ist alles so in diesem Fred Feuerstein Hotel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen. Hier ist auch so in Leo Optik die Gardine. Hier ist in Leo Optik die Gardine. Hier ist ein Fernseher, der bleibt eh aus. Da ist der Mülleimer. Hier ist der Stuhl. Wir haben sogar da einen kleinen Kühlschrank, wenn ihr es sehen könnt. Hier ist ein riesengroßer Spiegel. Soll ich den mal zeigen? Sag mal, hier ist ein riesengroßer Spiegel. Genau. Und hier sind jetzt unsere Koffer und warte. Hier ist die Eingangstür, dann seht ihr die Perspektive. Und hier ist das Badezimmer. Also hier bin ich. Hallo, Vergrößerungsspiegel ist ja mal mega geil. Und ja, das Badezimmer ist aber ein bisschen klein. Hier ist die Dusche, könnt ihr sehen. So, die Toilette. Klopapier, hier ist nichts mehr. Und ja, hier der Spiegel. Und das ist angeblich ein 5-Sterne-Hotel. Genau, und den Rest zeige ich euch morgen. Also die Terrasse zeige ich euch morgen, wenn es hell ist. Wie spät haben wir schon? 12:30, oder? Ja? Viertel vor eins. Also den Rest zeigen wir euch morgen. So Leute, ich wollte mich von euch verabschieden. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen geht's weiter. Morgen zeige ich euch das Hotel. Das ist der Plan, zumindest ein bisschen. Wir haben ja schon was gesehen. Morgen zeigen wir euch das Hotel. Genau, und falls ihr jetzt noch bei der Verlosung mitmachen wollt, ihr könnt nämlich eine pralle gefüllte Box aus Ägypten gewinnen. Ich werde euch was Schönes raussuchen und auch mitbringen. Dann kommentiert diesen Vlog. Playlist zu den ganzen Ägypten-Vlogs findet ihr auf dem i-Punkt sowie in der Endcard. Genau, und dann einfach alle Ägypten-Vlogs kommentieren. Genau. Und ansonsten den Kanal abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online kommt. Und die Glocke aktivieren. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich werde nämlich diesmal, normalerweise sind die Betten immer auf dieser Seite, diesmal hier und ich schlafe dann hier und meine Tante schläft da hinten diesmal. So. Genau, so haben wir das jetzt gemacht. Beziehungsweise durfte ich mir diesmal aussuchen, obwohl meine Tante, glaube ich, schon das Bett haben wollte, das da hinten. Naja, mir ist das eigentlich egal, wo ich schlafe. Genau, wir sind ziemlich fertig. Ich glaube, wir haben schon mittlerweile 12 Uhr nachts. Ja, nicht so fertig, muss ich sagen, wie in der Domrep, weil da ist ja Zeitverschiebung und da bin ich immer, da ist immer Endgame. Und hier geht's noch. Also hier geht's noch. Hier, ich habe noch ein bisschen Power, um meinen Koffer auszupacken. Also könnt ihr sehen, hier packe ich meinen Koffer aus. Genau, nur hier ist auch nicht so viel Stauraum. Hier gibt es nur 4 Kleiderbügel, für jeden 2. Und nicht so viel, ja, so Schubladen fehlen, wo man die Klamotten reintun kann. Naja, egal, wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr freut euch und ich sage dann bis morgen. Tschüssi!